Namaste, lieber Steinbock, herzlich willkommen bei Glücksfreak. Janine hier, April-Horoskop. Steinbock-Kind, gute Nachrichten für dich 2024 an sich. Die harten Zeiten und diese heftigen Umbrüche, die sind vorbei, beziehungsweise die gehen jetzt langsam aber sicher vorbei. 2024, das Sonnen- und Drachenjahr, meint es wirklich gut mit dir. Ein bisschen Flexibilität, das ist das, was für einige noch wichtig ist. Alles dazu in dem Video 2024 für dein Horoskop. Gerne reinschauen, ganz spannend erklärt. Für dich zeigt sich die Göttin Mnemosyne mit der 8. Das ist die Göttin der Erinnerung, die in deinem Feld jetzt für April da ist. Du kannst dich jetzt auf deinen Instinkt verlassen. Vermutlich steckst du in einer Situation, wo eine Entscheidung getroffen werden will. Und zwar, um eine positive Veränderung vorzunehmen. Und was ich ganz stark im Feld hier spüre, ist, dass hier will jemand bzw. darf, andere Gruppe, kreativer und unabhängiger und vor allem wieder lebendiger werden. Die Botschaft für April lautet: Steinbock, du kannst deine Vergangenheit hinter dir lassen und dir eine neue Vision von Freiheit schenken. Es ist immer der freie Wille. Es ist da, es ist im Feld. Die Frage ist, bleibt man in dieser Vergangenheit stecken oder nimmt die Vergangenheit, um die Zukunft neu zu kreieren, weil man aus der Vergangenheit ganz, ganz viel über sich und andere gelernt hat. Okay, das ist so die Geschichte an sich. Wo auch immer du dich unglücklich gerade fühlst. Mnemosyne sagt, fasse Mut, diese momentane Situation hilft dir, einen besseren Weg für dich zu finden für die Zukunft. Lass uns weiter gucken. Das ist sehr allgemein, aber von der Energie glaube ich ganz, ganz, du hast auch die Gewissheit. Von der 8 auf die 9. Dass du einen neuen Samen pflanzen kannst. Nee, die 10 ist es, sorry. Hier wird was Neues angepflanzt. Gerne wirklich daran denken. Dieser Neumond im Widder und die totale Sonnenfinsternis am 8.4. werden ganz, ganz riesige Wandlungsprozesse in Gang setzen. Für jeden Einzelnen, egal was für ein Sternzeichen wir sind, im Kollektiv. Es ist großes, großes Kino. Gerne darauf aufpassen, was du gerade denkst. Speziell um den 8.4. Ganz wichtig, wirklich. Was noch, Spirit, bitte? Vielen Dank. Ayahuasca. Das ist aus meinem Land. Es geht um die Wiedergeburt. Wow. Und die Löwenmähne. Hier geht es um Führung, um Kraft, um Mut. Ihr erinnert euch, fasse Mut. Diese Situation, die hilft dir jetzt, damit du einen besseren Weg für dich einschlägst. Ob das Beruf ist, Berufung ist, ob es ein riesengroßer Umzug ist, Auswandern ist, ob das für einige eine Beziehung verlassen ist, was auch immer. Jeder hat für sich etwas da, was geändert werden möchte. Und die 5 mit der Ayahuasca-Signatur geht darum, dass etwas Neues jetzt kreiert wird. Phönix aus der Asche. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Steinbockkind. Ah, kriegst du die Führung? Und ja, es kann sein, dass der April hier und da ein bisschen wilder ist. Das ist nun mal die Energie von der totalen Sonnenfinsternis mit dem Neumond, das neue Kreieren in dem Feuerzeichen Widder. Also viel Bewegung, viel Energie. Und du hast da schon wieder, da hast du die 9, die 8, die 9. Mutig sein. Schau mal, wie schön der Löwe leuchtet. Hier wird einiges ausbalanciert, was dich nicht mehr glücklich gemacht hat. Das machst du aber.
Das lässt du nicht anderen machen. Wow, so schön. Ein Puma ist da, eine Schlange ist da. Die DNA für einige, die schon ein bisschen tiefer mit den Energien des Universums arbeiten und mit seiner eigenen natürlich. Da ist gerade ein totaler DNA-Shift. Hier wird etwas Neues gebärt. Auch in anderen Dimensionen gerade. Wow, lass uns weitergucken. Spannend. Spirit sei so gut jetzt. Danke dir. Tiefes Wissen hatten wir ja gerade mit Danu, ne? Diese Gewissheit. Du weißt auch, im April wird dir auch immer mehr klar werden über dich und deine momentanen Situationen. Es geht nämlich hier um Intuition. Und das war der erste Satz. Du kannst dich jetzt auf deinen Instinkt auch verlassen. Du bist wirklich on point. Du weißt etwas. Einige dürfen sich jetzt auch abgrenzen von bestimmten Menschen und Geschichten. Das wirst du aber auch merken. Lass deinen Verstand nicht zu, dass du das nicht wahrnimmst, bitte. Du weißt ganz genau, mit welchen Leuten du jetzt zusammen sein darfst und welche dir absolut nicht gut tun. Manch einer darf jetzt auch im April seine Batterien aufladen. Also wirklich ein bisschen zurücktreten und Nein sagen. Im Hier und Jetzt, okay. Lass uns gucken, wenn es sich um Partnerschaft oder Beziehungen aller Art handelt. Aber hier geht es ganz klar um Führung. Du selber fasst den Mut und gleichst und balancierst einiges aus. Aus der Vergangenheit, was dich nicht mehr glücklich macht. Hier passiert eine Wiedergeburt. Und ja, Wiedergeburt ist nicht von heute auf morgen und alles ist fein, das wissen wir ja alle. Da kann es ein bisschen stocken, aber lass dich davon auch nicht irritieren. Es ist okay. Hier ist die Eule mit dem Mond und mit der Sonne. Ja, die sprechen so schön. Hier auch die Waage. Wir haben ja den Waagemond jetzt auch gehabt. Es geht ja um Beziehungsdynamik an sich. Und hier auch. Und die Eule, die weiß einfach. Wann soll ich nach vorne gehen? Wann soll ich mich entspannen? Hier balanciert jemand echt einiges aus. Großes Kino, anstrengend, bin ich überzeugt. Aber eine gute Geschichte, echt eine coole Gruppe hier. Wirklich schön. Ui. Für einige kommt die Bestätigung von Erzengel Schamuel, dass deine Gefühle echt sind und du darfst sie dir genauer anschauen in Bezug auf einen bestimmten Menschen, ob es jetzt Partnerschaft ist oder Freundschaften, Bekanntschaften. Für einige sehe ich sogar neue Arbeitskollegen oder eine neue Arbeit und du empfindest, entweder fühlt sich's gut an oder nicht. Und speziell, wenn es um romantische Gefühle geht jetzt gerade. Du bist da on point. Vertraue auf dieses Gefühl, nicht auf deinen Kopf, sondern auf dein Gefühl. Spirit, zeigst du mir bitte hier noch eine? Ich bin hier so ein bisschen, das fühlt sich an, als wären das hier mehrere. Ist das eine Geschichte oder sind das mehrere? Was nämlich hier auch noch im Feld ist in Bezug auf Beziehungen und Partnerschaften, da geht es um diese religiösen Faktoren. Das heißt, dass dein Liebesleben von deiner religiösen Erziehung und von deinem spirituellen Weg beeinflusst werden, was auch immer es für dich, für jemanden hier heißt. Lass uns mal gucken.
Gib dir Mühe, große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst. Und entsprechende Schritte unternimmst. Also, wir haben hier eine Gruppe auf jeden Fall, die entweder jetzt jemanden kennengelernt hat, vor kurzem, oder kennenlernen wird. Es geht hier April, Mai, ne? Das ist ein großer, großer energetischer Shift. Da passiert nicht alle 2 Wochen etwas, das ist wirklich eine große Geschichte. Und du darfst dich wirklich äußern. Hier passiert eine Wiedergeburt, auch was Liebe angeht. Du weißt, dass es wichtig ist, auch zu kommunizieren. Und du weißt auch, dass du entsprechende Schritte unternehmen musst. Und das wird für jeden Einzelnen etwas anderes sein. Aber hier habe ich es mit einer Wissenden zu tun. Da muss ich gar nicht viel erklären. So kriege ich das gerade rein. Lass uns mal weiter gucken. Worum geht es hier noch, bitte? Und es geht viel um Führung. Wir haben bei der Löwenmähne die Führung. Wir haben hier das Wort Führung. Du weißt auch in puncto Beziehung ganz klar, wie sich eine Beziehung anfühlen darf. Und hier passiert aber eine Wiedergeburt. Und manche lernen jemanden jetzt kennen, ne? Wow, okay, das legt sich gleich. Okay, für einige, es hat sich zu genau hier hingelegt. Einige dürfen in das Thema Vergebung gehen. Und das ist eins der Schritte, die du unternehmen darfst. Ja, jemanden vergeben. Vielleicht wurdest du verletzt, aber wir machen alle Fehler. Vielleicht wurdest du in der Vergangenheit verletzt und Vergebung ist dein Ticket zur Freiheit, zur Lebendigkeit, wieder zum Glücklichsein. Das weißt du auch. Und dann kann nämlich auch die Wiedergeburt passieren. Okay, tief, tief. Echt tief. Ich glaube, wir hatten das noch nie so tief hier bei dieser Steinbock-Gruppe. Zeichen und Synchronizitäten, die werden im April kommen. Öffne dich gerne dafür. Okay, ein sehr magischer Monat, wenn man ihn richtig nutzt. Es geht um Wahrheit und es geht um Integrität. Ich sehe ein Steinbock-Kind, das ehrlich und offen ist, das sich wirklich öffnet und auch zuhört, mit seiner Intuition auch agiert. Diesen leisen Stimmen von außen, deinem Schutzengel, aufgestiegene Meister, innere Führung, das Göttliche an sich, dass du dazuhörst und dich so leiten lässt jetzt auch. Ich sehe hier niemanden, der stolz ist, stolz in dem Sinne egoistisch, Ego, sondern mutig ist, zu vergeben und zu verzeihen. Das ist großes Kino. Es geht um viel Wahrheit und Integrität und die Zeichen, die kommen. Vertrau drauf. Lass uns gucken, Spirit. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hatte den Eindruck, dass es mehrere Gruppen waren. Das ist immer ein bisschen schwierig dann bei den Collective Reading. Aber das eine oder andere ist hoffentlich für dich dabei gewesen. Spirit, hast du für alle hier noch für April, damit man die Magie vom April auch wirklich mitnehmen kann, noch, also echt, das mit dem Löwen, das ist schon echt, echt schön, ja. Du kriegst die Führung, echt, ja, hör auf deine Intuition. Wow, was für eine Gruppe. Gerne einen Kommentar da lassen, Steinbockkind, wo du gerade steckst, was du gerade machst und ob du was damit anfangen konntest heute. Das würde mich super interessieren. Sonst bitte ich gar nicht drum. Aber speziell diese Gruppe, da fühle ich mich sehr verbunden irgendwie. Okay, dann, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, beziehungsweise ein bisschen geholfen, inspiriert. Falls das der Fall war, merci für dein Like, danke für dein Abo und bis ganz bald. Tschüss.